So, es gibt schon die ganze Zeit, ihr hört das Düdüt im Hintergrund. Wie die Wilden saugen sie die neuesten Daten der Server. Damit sie die richtige Adresse finden, stürzen sie sich alle wie Bekloppten da drauf. Hier Local Time, Central European Time Zone, 0:08 inzwischen. Ja, und alles rennt und stürzt dahin. Es soll schwierig sein. Also Coastal, da wo man normalerweise als Anfänger sich rumtreibt, da gibt es angeblich gar nichts. Da kann man auch schon mal, sagte einer von den Testern, 2 Stunden rumlaufen, ohne irgendwas zu finden. Das kann ja was werden. Ach ja, und es fängt schon mit Regen an. Ja, mit dem. Ah ja, okay. Peng bumm. So, stimmen die Knöpfe? Natürlich stimmen die Knöpfe nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also nicht jedes Mal muss ich die Knöpfe einstellen hier. Controls, Keyboard und hier möchte ich stattdessen diesen Mausbutton haben. Apply, back, continue und klack sind die Dinger weg. Also, dann fangen wir mal an. Oh, guck mal, wir haben eine Pistole. Ist eigentlich schade, weil ich mochte ehrlich gesagt den Revolver. Der kommt auf die 1. Ah, 2 Packungen mit Patronen. Wo bin ich eigentlich? Oh, neue Farben. Ach du Scheiße. Das ist eine ziemlich tote Gegend, könnte man sagen. Ich glaube, ich laufe einfach mal los. Ja, Tulga wäre gut, da kommt das Geballer wahrscheinlich her. Ach komm, ich renne erstmal einfach in die Pampa. Wir werden sehen. Dann habe ich anscheinend ja noch eine Mullbinde. Das ist schon mal gut. Papier werde ich in absehbarer Zeit noch nicht brauchen. Und ein richtiges Sauwetter haben wir auch noch. Aha, wir haben neue Verpackungsgrößen. Und verdammt wenig zu futtern. Ja, wer immer da rumballert, war vor mir da und wird alles Leckere mitgenommen haben. Hier sind die Entfernungen. Ja, das ist ein Ende. Aber es könnte ein lohnenswertes Ende sein. Es gibt ja hier das ein oder andere Boot. Ja, und da könnte ja irgendwas Sinnvolles drin sein. Ja, vielleicht sollte ich nicht unbedingt rennen. Ich renne jetzt erstmal in der Hoffnung, dass das alles ordentlich funktioniert hier mit der Verpflegung. Wenn ich so wetze, klar, verbrauche ich auch. Der Angel könnte ein Anfang sein. Nehmen wir mal mit. Wenn ich renne, verbrauche ich mehr Futter. Und ich kann ja leider überhaupt noch nicht abschätzen, wie das hier mit dem Futterverbrauch ist. Das ist ja nicht überall gleich. Ne? Bei manchen Servern, ja, stirbt man eigentlich schneller, als man gucken kann. Und auf anderen Servern hält so eine Dose, so eine Büchse Thunfisch ewig vor. Anyone else in Channel? Noch nicht, aber bald, hoffe ich. Wollen wir mal sehen, ob man was findet. Also in dem ersten Boot eine Angel, das war jetzt nicht so schlecht. Das könnte auch schlimmer kommen. Die zweite eigentlich die erste Büchse anbrechen muss, dann höre ich auf zu rennen. Dann mache ich die Sache schön langsam. Noch ein Fishing Rod. Also eine Angel zur Zeit muss reichen. Des Stereo-Angelns bin ich noch nicht fähig. Ja, Witch Doctor und Lumi, ne, siehe unten links. Die haben vorhin schon die ganze Zeit gescherzt. Also der Discord war voll. Oh, guck mal hier, das Wasser wird schon knapp. Also ich sollte mit dem Rumrennen schon mal aufhören. Habe ich denn eine Wasserflasche? Ich glaube nicht, ne? Steinmesser ist schon mal sehr gut. Also, rumwetzen ist nicht schön gemächlich. Im schlimmsten Falle muss ich halt irgendwo einen Tümpel leer trinken. Nein, Seewasser geht nicht. Ich habe schon gehört, man kann mittlerweile auch mit einer Spitzhacke nach Sea Scallops buddeln, also Muscheln ausgraben.
Warte mal, Fernseher mal ausmachen. Da, jetzt der Fernseher aus. Mal schauen, das mit dem Wasser könnte eng werden. Das gehört auch zu den Eigentümlichkeiten von DayZ, dass man in strömendem Regen verdursten kann und verhungern. Das könnte auch noch passieren. Es scheint, reicht diesmal Geschicklichkeit und Wissen nicht aus. Diesmal muss man auch Glück haben, an der richtigen Stelle zu spawnen. Sonst wird's eng. Ich kann mich noch erinnern, früher auf den Servern, da fand man eigentlich immer Büchsenfutter auf den Booten. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Was man immer findet, dauernd, pausenlos, permanent, das sind diese bescheuerten Dry Sacks. Die kann man zwar in die Hand nehmen, aber sonst sind sie eigentlich für gar nichts gut. Das hingegen, das ist ein Backpack. Damit kann man der Handbag gestohlen bleiben. Eieiei, viel Rumgerenne und wenig zu finden, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Ich hoffe, ich komme mit der einen Büchse Futter bis zu den ersten... Ach, die Türen sind auch schon offen. Aha. Das heißt also, hier gibt es ohnehin auf lange Sicht nichts mehr zu holen. Ich wollte gerade sagen, dass ich hoffe, irgendwie zu den ersten Wohngebäuden zu kommen, dass ich in den Gärten womöglich Äpfel finde. Ja, ganz offensichtlich war schon jemand hier. Da kann es ja wohl keinen Zweifel geben. Ja, hoffentlich ist der Betreffende gleich über die Hauptstraße in die Innenstadt gedüst und hat hier die Häuschen links liegen lassen. Wenn nicht, könnte's eng werden. Dann könnt ihr mir zu eurem persönlichen Gaudium beim Krepieren zugucken. Ja, bloß nicht zu schnell rennen, sonst verbrenne ich die paar Kalorien. Ja, also die Türen sind nochmal zu, das ist ja schon mal ein Anfang. Offene Türen. Schöne Scheiße. Tja. Der nächste Respawn wird dann hoffentlich besser ausfallen. Immerhin, eine Macheta. Hilft mir natürlich alles nichts, wenn ich vorher verhungere. Also gucke ich hier mal erstmal nach Obst, ob hier vielleicht irgendwas noch liegt. Ein Apfel. Immerhin ein Apfel. Der hält mich bestimmt eine halbe Minute am Leben. Eine Kiste mit Nägeln, ja, würde ich im Moment noch nicht brauchen. Tja, wie die Massenmörder sind sie unterwegs. Dann wollen wir hoffen, dass sie genug zu futtern haben. Bear coming for you, bear down. Das fängt ja gut an.
Ja, alles geplündert. Aber offensichtlich jemand, der sich mit solchen Schuppen hier nicht weiter aufgehalten hat. Angelhaken. Ja, um hier einen Fisch zu verzehren, muss ich den aber auch erst zubereiten. Feuerchen machen und so weiter. Leather Repair Kit, okay, ist jetzt nicht gerade ganz oben auf meiner Liste. Aber zeigt mir, dass hier noch keiner rumgewetzt ist. Damage ist okay, dann ist er zwar vertrocknet, aber der Rest ist doch gut. Da drüben brauche ich gar nicht gucken. Die einzigen Bäume, die Obst tragen, sind die, die so auf eingezäunten Grundstücken stehen. Warum, weiß ich nicht. Es war früher anders. Was ich so richtig brauchen könnte, wäre irgendwie so ein Paket Reis. Da kann man ewig von leben. Das ist so der heilige Gral der Futtersuchenden. Und bloß nicht zu schnell rennen. Am meisten würde ich sparen. Ist das Süß- oder Salzwasser da? Am meisten würde ich sparen, wenn ich zu Fuß gehe. Oh oh, Zombies. Ob Zombies irgendwas Sinnvolles dabei haben, diese ganze Meute? Ist da vielleicht jemand langgelaufen und hat sie dabei aus Versehen angelockt? Ich glaube, ich werde sie gleich alle töten, der Reihe nach, um zu sehen, ob sie was haben. Vielleicht von hier drinnen aus? Oh. Ach ja, Zombies. Okay, das kommt ran. Ich habe nicht ewig Zeit. Meine Uhr tickt. Er wird ja einfach rauslaufen, wenn sie nicht ausgerechnet vor der Tür stehen würden. Ah ja, da ist schon mal. Was ist das denn für einer? Bist du hässlich? Zum Glück nicht sonderlich robust. Ach Benno, ich verschwende hier Patronen, wertvolle Patronen an wertlose Zombies. Alles Sozialschmarotzer, ja, der auch. Geht die Nachladerei nämlich los. Das finde ich so schön am Revolver. Bei dem geht das alles ratzfatz. Das ist so ähnlich wie der SKS. Der hat kein Magazin, der hat einfach nur intern alles. Da muss man sich nicht mit Magazinen rumärgern. Man drückt einfach nur R für Reload und dann wird reloaded. Kill a few more for a reward, das könnt ihr haben. Kommen die denn alle her? Die kommen ja wirklich von nah und fern hier an. Und wieder Magazin. Upp, upp, upp. Was haben wir denn da Schönes? Her damit. Und ein Kürbis zum Knabbern. Oh, dank dir, lieber. Wie heißt der noch gleich? Das ist ja wirklich königlich. Und ein Wooden Crate. Ja, die habe ich ja beide leer geräumt jetzt.
Links weiter, genau. Du, dann du, immer schön der Reihe nach. Du auch, Schatzi. Also das Belohnungssystem, das gefällt mir schon mal. Ist jetzt Ruhe da draußen? Ach, richtig. Kürbis nimmt viel Platz weg. Also erstmal den Kürbis kurz und klein messern. Dann bleiben Samen übrig und ein essbares Stück Kürbis, das weniger Platz wegnimmt. Den Samen, den kann man natürlich sonst wohin werfen. Ach ja, und ich sollte die Machete vielleicht mal hier auf die 2 legen. Das ist eine interessante Kurzwahl. Schauen wir doch mal, ob die Zombies irgendwas haben. Ja, doch. Was ist das denn? Powdered Milk? Ich glaube, der hat weniger Slots als der, den ich habe, ne? Ja, deutlich sogar. Ein Messerchen. Noch ein Messerchen. Ich nehme es erstmal mit. Die gehen so schnell kaputt, die Mistdinger. Eine Büchse Futter. Okay, ein drittes Messer spare ich mir jetzt doch. Was ist das? Courier Bag? Okay. Jetzt sehe ich schon deutlich entspannter in die Zukunft. Mal gucken, wen hat es denn hier erwischt? Misfire. Gleich ein Foto von machen. Dann kann man später drüber lästern. Sehr viel später. Junge, hat der eine Akustik. Komm her, du Vogel. Genau. Wie war das jetzt? Magazine, Magazine, Magazine. Und zwar volle Magazine, wenn es geht. Das war jetzt aber unheimlich. Ja, gleich zur Kenntnisnahme, es scheint sich zu lohnen, wenn man an der richtigen Stelle steht, wenn man irgendjemanden oder mehrere niedermetzelt. Was mache ich jetzt mit diesem komischen Gesichtsältesten? Ich muss ja wahrscheinlich gleich wie blöde wegrennen, ne? Ah, da war ein Schatten von irgendwas. Da war wohl mein eigener. Ah. Okay, ab hier wieder alles abgeräumt. Ja, ich weiß doch, bei PUBG war das früher. Open Doors, überall. Dann gehen wir mal ganz woanders hin, nämlich querbeet in die Innenstadt. Das ist zwar sicherlich auch nicht optimal, aber wer weiß, vor allen Dingen ist sie da Quelle, wo ich kann trinken. Open Doors, macht aber nichts. Quelle ist für alle da. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Und die Quelle ist da. Fast auf der anderen Straßenseite. Da müsste sie sein. Ja, also. Eins. Zwei. Drei. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, jetzt kann ich mich wieder eine ganze Weile kann ich mir erlauben, rumzuwetzen wie irre. Ja, also dass ich bei der Polizeiwache was finde, halte ich jetzt für unwahrscheinlich.
Denn jeder andere wird natürlich auch als allererstes dahin wetzen, aber ich versuch's einfach trotzdem. Und anschließend, auch wenn ich da wahrscheinlich nichts finde, geht's natürlich rüber zum Krankenhaus. Jetzt mal gucken als erstes, ob alle Türen nach draußen zu sind. Da ist ein Radio, aber sonst nichts. Das Funke, was soll ich denn damit? Verkaufen, mit Geld, naja. Piff, paff. Paff, piff. Nix, 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 nix. Das verwundert aber nicht wirklich. Ich gucke jetzt hier noch rein und wenn da auch wirklich gar nichts ist, dann bin ich nicht der Erste, der hier reinkommt. Dann bin ich nicht nur der Erste, bin ja wahrscheinlich schon der Fünfte oder Sechste, der hier reinrennt. Das kommt jetzt, vermute ich mal, vom Krankenhaus. Und die Richtung könnte hinkommen. Ja, das ist... Nee, das sind die Häuser neben dem Krankenhaus. Glaube ich wenigstens. Ne? Daneben sind nämlich eine Reihe Wohnhäuser, die nicht uninteressant sind. Andererseits ist da so viel Peng Peng. Genau, Zombie. Lauf mal zu dem rüber. Der ist viel netter, der Onkel. Oh je. Hier ist auch schon nachhaltig geplündert. Ja, wenn es dann eh in die Richtung geht, dann laufe ich einfach, was das Zeug hält. Auf die Art bin ich vielleicht... wahrscheinlich nicht. Ich könnte ja hoffen, ich wäre irgendwie schneller dann oben da, wo wie heißt es noch, Mensch? Dieses Militärdings da, Bums da. Staroje, genau. Da ist man dann auch schon fast beim Trader. Eine Wachbude, da guckt man natürlich auch immer mal nach. Ist die Tür schon offen? Die Tür ist schon offen. Das ist schlecht. Tape. Nimmt man aber mit. Das lässt man doch nicht liegen, Mensch. Ja, die Ballerei kann natürlich auch Konzept sein. Ne? Wenn es nämlich jedes Mal so eine schöne Belohnung gibt. Ja, hier ist auch alles offen, wie ich das sehe. Vorschlaghammer. Boah, brauche ich einen Vorschlaghammer? Ich packe ihn mal ein. Er ist ja auch als Waffe durchaus brauchbar. Ein Magazin, ein Klamottenzusammennäh-Dingsbums. Das hat irgendjemand, wenn die Türen hier offen sind, alles liegen lassen. Oder respawnen die Sache nicht so schön schnell. Okay, der Kürbis hat nicht viel gebracht. Da muss ich wohl doch mal eine Dose aufmachen. Richtiges Wettrennen heute, ne? Reine Lebensmittelvernichtung. Da sind auch schon Open Doors. Obwohl so open ist die Door gar nicht hier. Kein Dach. Aber durch die andere Tür ist schon jemand reingekommen. Ja, okay. Vielleicht finde ich hier noch Äpfel.
Es hat ja wirklich was von einem Wettrennen. Das hier habe ich offensichtlich verloren. Da ist bestimmt die Hintertür offen. Ja. Nee, ist sie gar nicht. Da ist jemand doch dran vorbeigelaufen. Hier auch. Was soll Elber? Brauche ich eine Colt? Nicht wirklich. Vor allem, weil ich eine FX45 habe. Und der Verkauf ist lächerlich gering. Also weg das Ding. Zombie-Alarm! Ja, fehlt mir die richtige Munition zu, aber immerhin. Und eine Zucchini! Yay! Ups. Wieder selber eingeklemmt hier. Kalt ist es mich. Und leer ist es hier auch. Da weiß man dann nie so genau, ist da jetzt noch keiner gewesen oder hat einer schon ausgeräumt? Oder ist das doch eher zuzuschreiben von jemandem, der gewohnt ist, Player versus Player zu spielen und deswegen sämtliche Türen hinter sich zu machen, damit man nicht sieht, dass sich da jemand rumtreibt. Ich habe gerade irgendwas gehört, was knurrt. Aber aus welcher Richtung war das? Ach, Nirsch, die Richtung. Immerhin, man kann jetzt auf der Straße rumlaufen. Was gucke ich eigentlich? Ich habe eine Pistole, aber keine Munition fürs Gewehr. Habe ich nicht, oder? Nein. Es ist die Frage, wie dicht muss ich an so ein Vieh ran, um den dann mit einem Feuerstoß platt zu machen? Ich hab Traum nicht gedacht. Jetzt schnell, bevor irgendwelche Halbuntoten oder Ganzuntoten hier vorbeischleichen. Das gibt vor allen Dingen beim Händler bestimmt gutes Geld. Fleisch bringt übrigens, wenn ich mich recht erinnere, mehr als die Haut. Zumindest was den Platz angeht. Also pro Dingenskirchen. Pro Slot, die man ja auch nur begrenzt hat. Also, die Moral von der Geschichte, mit der Pistole jagen geht. Schmeiß ich die Knarre weg? Ich glaube fast, ne?
Der Wert der Knarre ist gelinde gesagt begrenzt. Dasselbe gilt hier wahrscheinlich auch für einige andere Sachen. Wie zum Beispiel Milchpulver, das kann ich auch aufessen. Auch so kann man Platz schaffen. Frieden schaffen ohne Waffen, was für ein Witz. Guck mal, da ist eine ganze Reihe offen. Ja, ich glaube, jeder von denen ist 500 wert. Rohes Fleisch kann ich nicht essen, das geht nicht. Das geht nicht. Ich glaube, ich habe ja alles. Mehr kann ich gar nicht mitnehmen. Den Vorschlaghammer werfe ich weg. Dafür stecke ich diese komische Flinte ein. Auch wenn ich zugeben muss, es jagt sich scheinbar auch ganz gut. Eine Pistole. Hätte ich im Traum nicht gedacht. Ich glaube, nach 2 Schuss ist das die Hirschkuh schon umgefallen. Hirschkuh? Reh. Ein Reh war das, genau. Wo ich allerdings hier ein Feuer machen sollte, ist mir noch nicht so ganz klar, ob das Zeug zu rösten. Damit sollte ja die Verpflegung fürs Erste gesichert sein. Jetzt gucken wir mal, ob ich nicht vielleicht ein besseres Backpack hier finde. Ich frage mich gerade, wo ich noch Medikamente reinstopfen sollte. Ist ja alles voll. Vielleicht sollte ich ja erst in die Hütten gucken und dann hier rein. Oh ja, da war schon jemand. Surgical Gloves. Ich glaube, ich habe gar keine Gloves. Von daher ist es ein Vorteil. Paramedic Jacket. Ein Blood Collection Kit. Saline Bag. Ich versuch's mal. Kann ich es einstecken? Nein. Ein Saline Bag bringt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mehr als Hirschfleisch. Hey, ich hab Kohle gekriegt. Jubel, Böllerschüsse, Glockengeläut. Habe ich eine? Herr, komm, ich kann die Zucchini noch auffressen. Naja, ich dachte jedenfalls, ich könnte eine Zucchini auffressen. Dann kann ich den hier hin tun und den da hin tun und schon ist Platz für ein Celine Bag. Celine, Celine, Celine. Oh. Ein Disconnect. Ja, was ist denn da passiert? Es ist der Server abgekackt. Ich vermute es mal. Ich guck mal schnell rüber. Wenn das auch anderen passiert ist, dann werden die sich gleich melden. Oder war ich nur der, der da einen Carrier-Loss hatte? Ja, versuchen wir es einfach nochmal, ne? Obwohl, wenn da 8 Sekunden von, was steht von kein Connect mehr. Er hier hat sich nicht gemeldet, also die Verbindung scheint soweit okay zu sein. Hier ist kein Carrier-Loss verzeichnet. Dann wird es wohl so sein, dass das Ding abgekackt war. Oder ist. Mal gucken. Hier gibt es irgendwo eine Update-Taste, ne? Reset, Refresh, da. Und das hat dabei läuft. Na gut. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Und ja, das ist der andere Launcher. EVS, weil, siehst du, auf dem ist nämlich der neue Server noch nicht drauf, aus irgendeinem Grunde. Also müssen wir den hier nehmen. Aber besser, wenn man beide hat.
Jetzt erlebt ihr mal, wie lange das dauert, wenn man hier wartet, die Hände reibt, unbedingt weiter will und es geht nicht voran, es geht nicht voran, es geht nicht voran, es geht nicht voran. Es läuft nämlich erstmal der eine Balken durch, während mich der Goat unten anstarrt. Dann kommt der in 15 Sekunden, dann kommt der zweite Ladebalken und dann ist man vielleicht wieder drin. Obwohl, wenn der Server wirklich down wäre, dann dürfte er eigentlich da auch nicht die so und so viele Sekunden sich hochzählen, denke ich. Ja, also wenn der Server hängt, dann müssten eigentlich statt der 15 Sekunden da nur eine Sanduhr, also die Windows-Wartesanduhr zu sehen sein. Das gucken wir mal. Na komm. Na komm, das Spiel war gerade gut zu mir. Congratulations! Whoop, da bin ich wieder. Ja, und was war jetzt passiert, kann mir wieder keiner sagen, ne? Bestimmt war nur irgendjemand eifersüchtig und hat mich weggeknipst. Ein Pilot, das ist irgendeine Art von Zielfernrohr. Sandwich? Okay. Ich habe die Zucchini noch nicht mehr ganz aufgefressen und habe schon ein Sandwich gefunden. Und irgendjemand hat hier eine bessere Jacke gefunden als seine eigene. Halt, Pilot, ich habe eine Idee. Ich könnte eventuell das Pilot auf diese Flinte hier montieren. Gucken, ob das geht. Nein. Dann kann es mir auch gestohlen bleiben. Das ist ja ein Riesensandwich. Oh oh. Hängen wir schon wieder? Nein. Das ist vielleicht eins von diesen Wunder-Sandwiches. Noch ein Pilot. Noch ein Heatpack. Ich hätte ja jetzt viel lieber irgendwie einen schönen großen Rucksack. Immerhin, mein Vorgänger scheint auch schon alle Zombies platt gemacht zu haben. Sehr rücksichtsvoll. Plate Carrier. Ja, gekauft. Und ein Hunting Knife. Gekauft. Ihr seht, der Plate Carrier hat auch gleich wieder ein paar Taschen frei. Und natürlich ein paar Rifle, Shotgun Slugs. Okay. Red Camo Tactical. Klasse. Farblich mal echt was anderes. Noch ein Hunting Knife. Wie lang sind die? Ich glaube, drei Slots. Ne? Dann kann ich nämlich so einen wegschmeißen. Wie meine das mit der Länge? So, ne? Und dann passt hier nämlich auch ein ordentliches Hunting Knife hin. So, und wenn ich nicht vorhabe, mit Zombies zu ringen, wie der Bande da zum Beispiel, dann muss ich eigentlich auch nicht unbedingt die Machete mit mir rumtragen. Obwohl, wenn ich Glück habe, dann kann man mit der Machete auch Bäume fällen, um Feuer zu machen. Ups, ich will nur mal abbeißen vom Sandwich. Stattdessen haue ich um mich. Ach so, ich kann beim Laufen nicht essen, ich muss beim Traben essen. Und immer schön vorsichtig, weil wenn ich zu viel fresse, dann wird mir schlecht und ich muss grübeln. Dann kriege ich Bauchweh. Magengrimmen. Ah ja, da vorne kommen irgendwo ein paar Militärs, aber da jemand vor mir herläuft, fürchte ich beinahe, dass ich da nicht so viel finden werde. Aber was soll's, die Klamotten sind ja schon ganz okay, die ich anhabe. Wollen wir doch mal sehen, ob ich etwas finde, was wichtiger ist als das ganze Hirschfleisch, das ich mit mir herumschleppe. Ja, Open Doors, Open Doors. Hinten rührt schon der nächste Hirsch. Vielleicht wird ja Jagen hier eine Einkommensquelle. Ich habe schon wieder versucht, jemanden mit einem Sandwich zu erschlagen.
Weil es ist ja Zwergenbrot. Dann wäre Schlagen tatsächlich eine echte Alternative. Heckler und Koch VP9 Magazin, du meine Güte. Also ich muss zugeben, so ein Magazin bringt vom Geld her mehr als ein Fleisch. Ups, ist das so lang? Tatsächlich, ist 3 Einheiten lang. Oh, muss ich mir überlegen, ob ich das mache. Du. Guck mal, einen solchen weg. Ja, trotzdem, 2 Magazine sind immer noch mehr wert als 3 Fleische. Und außerdem finde ich da gerade eine K.A. irgendwas. Die Angel kann mich inzwischen kreuzweise, stattdessen nehme ich die Knarre mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Brauche ich den Angelhaken übrigens auch nicht mehr. Wieder einen Platz gespart. Ein MP7 Magazin. Muss ich immer mehr Fleisch wegschmeißen, um Magazine hier einzusammeln. Hauptsache, ich verkaufe aus Versehen nicht die FX45 Magazine, weil ich das sonst immer als erstes wegschmeiße. Verscheuere, was auch immer. So. Wollen wir mal vermeiden, irgendwelchen herumlungernden Zombies in die Arme zu laufen. Und jetzt, je nachdem, wie das Wildlife verteilt ist, sollten wir noch hoffen, dir nicht irgendwo dem zuständigen Bären in die Arme laufen. Ich weiß wohl, dass man hier durchaus abkürzen kann. Wo will ich denn hin? Ich will als erstes nach Staroje ins Hospital gucken. Da setze ich einen Marker hin. Da ist er. Oh, die Marker haben sie farblich gemacht. Das finde ich aber schön. Ja, es gibt jetzt einen Black Market Trader. Das ist jetzt der einzige, der für Drogen und Gold zuständig ist. Aber der sitzt so weit weg. Ich wollte wieder nur abbeißen. Ja, das Geballere kommt von da oben. Also im Klartext, irgendjemand räumt das Krankenhaus leer. Dann kann ich mir das auch schenken und gleich in die Militäreinrichtung laufen. Wobei ich allerdings fürchte, dass ich das zeitlich wohl nicht hinkriege. Das wird der andere nämlich auch machen. Aber Versuch macht klug. Könnt natürlich auch direkt zum Händler laufen. Erstmal das ganze Hirschfleisch verscheuern. Das ist doch hier genau die Wiese, wo man immer Bären sieht, oder nicht? Ah, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich spinne nur. Lerne ich das mal hier auf die richtigen Knöpfe zu drücken. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da unten ist die Schnellstraße. Hier sind dann immer Schafe und bei den Schafen ist dann immer ein Bär.
Höre ich da schon Schafe? Dann hoffe ich, dass ich hier nicht auch einen Bären höre. Ich hoffe, dass ich spinne. Was ballert der da wie die Sau? Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Ja, das ist doch mal eine echte Verbesserung. Ein Cowboyhut. Jeha! Ja, und ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr zum Krankenhaus. Ich will lieber gleich nach Staraya Military. Ist doch jetzt Mark 2, oder nicht? Ja. Gehört, diese Bloodsuckers seien schneller als Menschen, im Gegensatz zu Zombies. Ja, da ist er überall schon durch. Dann fürchte ich, kommt er auch vor mir in Staraya an. Staraya Military. Durch Staraya ist er gerade durch. Die Marker brauche ich jetzt im Moment gerade mal nicht mehr. Hier kommt doch gleich irgendwann der niedrige Zaun. Ja, da ist er. Na, dann gucken wir doch mal. Noch ein Magazin. Ich brauche jetzt erstmal irgendeine Art von Rucksack. Mossy Oak Gorka Pants. EVE Tactical Shirt. Das hat gerade jemand hier abgeladen. Aber ich glaube, meine Hose, die hat 36. Und die Pants haben 48. Das finde ich aber gut. Muss ich meine Hose mal eben ausziehen, die anziehen und dann ganz, ganz schnell alles, was irgendwie wichtig oder von Bedeutung ist, hier rüberholen. So, dann Magazine einpacken. Und zwar nur wegen des Geldes. ASVAL Rail. Keine Ahnung, aber ich pack's ein. Patrol Jacket. Was haben die denn? Auch 42. Und das ist mehr als mein Tactical Shirt. Allerdings Low Isolation und der hat... Kann ich nicht lesen. Egal, ich nehm's mal in die Hand und dann gucke ich mal. Hat mehr Taschen, aber weniger Insulation. Aber vielleicht finde ich ja noch was Besseres. Eine CCU Jacket hat auch 42. Medium Insulation.
Siehst du? Schon mal einmal verbessert. Ja, nicht Combine. Swap. Micro Uzi Magazine. Stiefelchen. Salt Helmet Visor, NBC Jacket, ein Schalldämpfer, irgendwas Spezielles, Diesel Hottie Gloves, Sky Blue, die sehen ja abgedreht aus. Komm, ich pack die mal ein, in der Hoffnung, dass ich den Platz dafür habe. Okay, hier habe ich jetzt genug Zeit, um meine Klamotten zu wechseln. Also ich glaube, das Stone Knife werde ich auch nicht mehr brauchen. Jetzt hier schleunigst verpfeifen. Okay, damit steht die Laufrichtung schon mal fest. Halt! Ach nee, da finde ich auch nur eine. Ah, wieso an den Handen? Habe ich nicht genug Taschen hier? CU Jacket, doch, habe ich. In 60 Minuten, ja stimmt, ist ja Server 2, der ist um 2 Uhr früh fällig, also 2 Stunden nach der Zeit. Server 1 immer eine Stunde nach der amerikanischen Zeit, ich um 0, 4, 8, 12 Uhr, eine Stunde später ist entsprechend 1, 5, 9 und so weiter und der Server 2 ist 2 Stunden hinterher. Ich habe aber kein Bip-Bip gehört für Server 1. Das liegt daran, weil vorhin meine Eieruhren da mal abgestürzt sind. Den muss ich möglicherweise nochmal überreden. Jetzt tue ich mal was. Ich gucke mal nach, ob denn überhaupt ja, die Aufzeichnung läuft. Man weiß das ja nie so genau. Da spielt man dann wie blöde rum und stellt dann fest, es war alles für den Moss. Ist es eigentlich so dunkel, weil es schon so spät abends ist? Oder ist das einfach ein unglaubliches Schweinewetter? Ich tippe auf Schweinewetter. Habt ihr schon gemerkt, dass die Meldungen jetzt oben links kommen statt in der Mitte? Herrlich, himmlisch. Gerade wenn man beim Trader ist, Riesenerleichterung. Ja, der Server lässt richtig krachen. Ja,
Wenn es euch beim Rumlaufen zu langweilig wird, achtet einfach links unten auf den Chat. Das hat auch immer einen gewissen Unterhaltungswert. Es ist übrigens Echtzeit 1:02 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr seit einer Stunde am Daddeln. Das wird ein schönes, langes Video. Mache ich das gleich beim Händler überhaupt? Verkaufe ich das ganze Hirschfleisch oder kaufe ich mir lieber Streichhölzer und brate es selber? Ich denke, mit einer gekauften Dose Fleisch komme ich entschieden weiter. Na, ihr seht ja, ich habe jetzt eine Dose Intus und renne jetzt seit ewigen Zeiten wild durch die Gegend. Das klappt mit Hirschfleisch eher nicht. Außerdem ist es so eine Platzfrage. Kann sein, dass ich angebrochenes Fett nicht verkaufen kann. Das würde ich dann behalten, weil wenn man das brät, ja doch, das hält dann eine Weile vor. Falls ihr die Intermediate-Dingsbumser noch nicht gesehen habt, dann seht ihr gleich den neuen Trailer zum ersten Mal. Den haben sie redesigned. Und gleich kommt: You are entering a safe zone. Da ist schon Licht da hinten. Bin immer noch nicht entering a safe zone. Jetzt bin ich in einer safe zone. Für Dach. Moin Leute, hallo, schönen guten Tag. So, Herr Oberforstrat, ich habe hier was zu verkaufen. Und zwar Venison Steak, was, 150? Ach so, ja, Sie haben ja gesagt, dass die Preise entschieden da unten gegangen sind. Aber guck mal, Price Sell und Price Buy, warte mal, ist das dasselbe? Ja, tatsächlich. Bestimmt ein Versehen. Normalerweise ist der Kauf immer viel, viel teurer. Aber egal, man kann sich denn günstig versorgen. Ich glaube, da ist jemand angetrappelt gerade, ne? Wo ist Fett? Kein Fett. Venison Steak, Saline Injector, Bandage, Saline Bag, bla 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 bla. Okay. Cancel, cancel. So, da hinten ist jemand. Wer ist denn das? Gucken wir mal eben. Keine Ahnung, wer das ist. So, was habe ich in der Hand? Knete. Oh, ich hoffe, ich habe kein Geld liegen lassen hier. Doch, habe ich. Und zwar nicht zu wenig. Dann packen wir das erstmal aufs Konto hier. So, das finde ich ein bisschen komisch, dass also die... das ist noch nicht zu sehen. Erst wenn ich mich wieder einlogge, ist jetzt die neue Summe zu sehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber so 3.500. Erstmal durchatmen. Am Feuer. Cooking Pot ist schon mal da und ein ewig brennendes Feuerchen. Klamotten. Magazine. Das ist 9 mm. Genau, ich sollte erstmal sämtliche Magazine leer räumen. Das ist eine super Tätigkeit, die man am Feuer machen kann, aber nicht im Regen. Ja. So, aber unten dann oben, guck mal hier, warum zum Beispiel wollte er das Fett nicht kaufen? Muss ich gleich nochmal gucken.
Ja, eventuell kann ich nämlich die 9mm Patrone noch einzeln verscheuern. Ich lasse euch jetzt mal tatsächlich mitlaufen. Normalerweise würde ich euch diese ganze Hickhack, diesen Kleinkram nicht weiter antun. Aber auf diese Art sieht man wahrscheinlich das Preisgefüge besser. Beziehungsweise ich sehe es besser, wenn ich später einfach nochmal gucken komme. Selber noch. Ja, 22er Patronen. Wenn ich irgendetwas nicht brauche, sind das 22er Patronen. Die braucht eigentlich niemand. 4,6 mal irgendwas, du meine Güte. Ich glaube fast, das war das. Dann fangen wir jetzt mal an, Waffen- und Munition-Kram zu verticken. Schickes Outfit. 308 Winchester? Nö. Die brauche ich noch. Die brauche ich bestimmt früher oder später. Das kann ich auf jeden Fall verticken. Und die anderen Magazine brauche ich noch. Oh, das ist ja richtig abgedrehte Klamotte. Also, FX45 brauche ich noch. Das brauche ich nicht. Bringt auch richtig Kohle. Hallo? Nochmal draufdrücken, so. Uzi-Magazin. Gar nichts. Ein Suppressor. Was ist denn der? Eine MP9. Also ich kann mal versuchen, ob er auf die 45er passt, auch wenn ich es nicht glaube. Dasselbe gilt für den SR25. Die Rail kann auf jeden Fall weg. Überlegt aber ganz schön dran rum. MP7 Magazine. Eckler und Koch VP9, da habe ich zwei von. Probiere ich erstmal das mit den Schalldämpfern aus, ob die hier drauf passen. Der passt nicht. Der passt auch nicht. Gut, dann können die auch mit weg. So, jetzt habe ich Geld. In was investiere ich das denn? Ich glaube, ich sollte erstmal Klamotten verscheuern, ne? Wer ist denn hier für Klamotten zuständig? Du, ne? Ja. Tja, Steak Knives. Das ist ein Miscellaneous Händler. Ah, ja. Steak Knife. Kann das weg? Ich sag einfach mal ja. Sag sogar nochmal ja. Hunting Knife? Nein. Machete. Brauche ich eine Machete? Vier Einheiten weg. Glowstick, Duct Tape? Nö. Der verkauft Autos. Das ist ein bisschen früh. Das ist denn der Klamottenhändler, oder? Ja. Yep. Die bringen 50. Diesel, Hot, Glove, Spiker, Blue, Sell 50, Peng.
Was habe ich denn sonst noch Tolles? Ah Mann, diverse Munitionen. 9mm ohne Ende. Und ein paar Magazine, die keiner haben will. Patronen, da müsste er hier zuständig sein. Hallo? Haben wir wieder einen kleinen Ausfall? Meint so. Ja, irgendwas ist defekt. Hauptsache, ich bin es nicht. Warum räume ich eigentlich im Inventory rum? Das ist ja, wenn es hier einen Ausfall gibt, sowieso alles fortan spekulativ. Hallo? Soll ich mich neu ein- und ausloggen? Ich habe hier noch ein paar Medications-Sachen, die ich so ohne weiteres verhökern könnte. Aber wenn mich die Herrschaften nicht mehr wahrnehmen, ja auch nicht, würde ich sagen, Zeit für ein Relog. Das schneide ich aber später raus. Das dauert denn doch ein bisschen lang. Ich versuche es jetzt. Ach nee, es hat gar keinen Zweck. Ich lasse ihn lieber nochmal direkt loggen hier. Lüt. Gucken, hier wird wahrscheinlich schon eifrig gezetert. Yep. Die MeToo-Bewegung, ne? Die kennen wir ja. So, ist denn hier inzwischen... Ja! Nee. PvE Survival... PvE Survival Non-Cross, also hier der, das meinte ich, ne? PvE Survival, der taucht hier noch nicht auf, dafür brauche ich jetzt den hier, ne? So, ist das jetzt, warte, ich mach mal Refresh. Und er sagt, der ist noch ab. Oh, versuchen wir's. Bleibt Platz nicht. Ja, dann war das ja mit Fug und Recht, dass ich da gleich beende. Ich meine, jetzt ist 1.15 Uhr, ich kann eigentlich sowieso mal Feierabend machen für heute. Ich probiere es jetzt nochmal eben und wenn es nicht geht, ist Schluss. Das ist sowieso ein Video, das über eine Stunde lang ist. Guckt sich keine Sau an. Wenn ihr das jetzt hört und euch das doch angesehen habt, über eine Stunde lang, dann solltet ihr euch ernsthaft fragen, ob ihr wirklich nichts Besseres zu tun habt als das. Legt euch eine Freundin zu, zum Beispiel. Oder lernt was. Lest mal ein Buch. Ah, hier, seht ihr? Sanduhr statt Timer. Das heißt, der Server ist down. Ah, jetzt habe ich beides. Sanduhr und Timer. Wird immer lustiger. Naja, wir gucken mal. Jede Sekunde, die hier vergeht, ist eine Form der Unterhaltung. Und ihr guckt dem zu auf Video. Tja, wie Sie sehen. Sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Und das Wetter ist weg. Naja, es ist nicht weg, aber es ist irgendwie anders. So, mal gucken. Schau mir doch mal, was du da alles hast. Also meine Knarre will er kaufen, meine Munition nicht. Auch die Exotenmagazine nicht. Dann schauen wir doch mal stattdessen, ob wir hier nicht Sachen haben, die er nicht erkennt. Ach du Scheiße.
Eine Milliarde Weapons. Ich glaube, der Regen ist zurück. Myriaden von Waffen. Ja, also hier schon mal nix. Wie ist es hier mit Munition? Ah, also ich kann keine neuen Parapatronen verkaufen. Wie ist das hier, wenn die hier einzeln abgerechnet? Das ist paketweise. Das ist auch paketweise. Ammunition, ja. Magazines. 9x19 Rounds. Die werden schlicht und ergreifend nicht zurückgekauft. Fertig. Ja, macht ja auch nichts. Ist nicht so tragisch. Bla 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 bla. Ja, dann ist auch kein Wunder, dass ich Tonnen davon mit mir rumtrage. Würde es Sinn machen, sich eine 9mm Pistole zu kaufen, weil ich so schön viel Munition dafür habe? Das hier ist Exotenmunition, die will auch keiner haben. Die kann ich einfach wegschmeißen. Die wollten doch hier irgendwie mal eine Mülltonne aufstellen für sowas. Na gut, dann lade ich für diesen Exotenkram hier wie 4,6 mal irgendwas mitten auf der Straße ab. Brauche ich noch. Drei einzelne 9 Parapatronen, die brauche ich nicht unbedingt. Das ganze Fett kann ich auch nicht verkaufen. Warum eigentlich? Wird Fett nicht genommen oder ist das alles nicht gut genug? Bin ich gleich mal raus hier. Also Trade, Show Sellables. Den Saline Injector brauche ich selber. Banished Saline Bag kann ich verkaufen. Blood Collection Kit kann ich verkaufen. Codeinpillen. Aber Fett will scheinbar keiner haben. Fresh Fish, aha. Durchaus Geld. Fishing Pants. Na nu, wieso verkauft der denn so Fishing-Klamotten? Naja, schön. Packaged Food. Can of Goat Stew. Guck mal, die Preise sind aber vertretbar. Ja, solange man nicht so Exotensachen haben will, sondern einfach nur hier, Baked Beans. 150. Das ist nicht viel, aber es ist erheblich besser als vorher. Da waren es auf die 1500 pro Dingens. Ja, schön. Wo ist denn Fett? Gibt's nichts mehr für Fett. Beefsteak. Fett, da steht Fett. Aber mein Fett ist nicht gut genug. Ja, dann ist das so. Räume ich mal nachher auf. Guck mal hier, aber das ist fast gut. Nee, was ist denn das hier? Das ist ja rot. Raw, ja, das ist ja auch richtig so. Und die sind alle nicht ganz gut in Ordnung. Na schön, dann kann ich sie mir aber auch zurecht grillen mit dem Stock über dem Feuer. Was mich daran erinnert, ich brauche was zum Feuer machen. Ich habe keine Lust da mit dem Dingens. Ja, hier, Exotenmagazine, die ich nicht verkaufen kann. Messerchen, mit dem ich nichts anfangen kann, die schmeiße ich hier alle auf die Straße. Das Ding werfe ich weg. Habe ich die Handschuhe nicht gerade verhökert? Ach, da ist der Server abgekackt. Da kann ich die noch behalten, dann muss ich nämlich eh noch zum Händler. Da. Komm. Ich behaupte einfach, das hätte irgendwas mit dem Abkacken eben zu tun. Nein, hat es nicht. Also dafür gibt es scheinbar kein Geld. Ja, es gibt Dinge, für die gibt es keine Kohle. Schöne Scheiße. Also das Magazin kann weg. Du warst hier doch der Krimskrams-Händler. Du gibst mir denn noch ein bisschen Geld für ein Messerchen. Steak Knife, genau. Sell. Dann kann ich mir jetzt einen Kopf machen über Dinge, die ich brauche. Könnte ich zum Beispiel was mit einer 9mm Parawaffe anfangen? Ich will die verdammten Handschuhe verhökern. Warum habe ich das... Nee.
Ah, oh, das war relativ einfach, Cell. Was macht der denn da? Was habe ich da eigentlich vorne an der Klamotte hängen, sag mal? Ach, das ist der Kompass? Wird der so angezeigt? Das ist ja geil. Echt jetzt? Wo ist meine Weste? Da ist meine Weste. Aber ich sehe keinen Kompass und auch keinen angezeigten Kompass. Na schön. Ich werde mich hüten, mich zu beschweren. Thema Waffen. Ich habe Magazine, ich habe Patronen. Ah, ich habe schon wieder Kohle gekriegt fürs Daddeln. So, das ist das. Also ich habe Patronen, ich habe Magazine, ich habe eine 45er. Die ist in einem guten Zustand. Und ich muss sagen, für Zombies reicht die auch. Also man kann die Patronen nicht mehr stacken. Nicht mehr 100 Stück oder so, sondern... was mache ich mit den neuen Parapatronen? Lohnt sich dafür, eine Knarre anzuschaffen? Findet sich früher oder später sowieso an, denke ich mal. Ein Holster und ein Gürtel wäre gut. Das ist der... Klamottenmann? Nee, du bist der Krimskramsmann, ne? Guck uns doch mal an, was so ein Gürtel und ein Holster hier kostet. Junge, 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 sind das viele Klamotten. Diesel, Diesel, Diesel. Glasses, Armbands, Gloves, Hats, Helmets, Masks, Shirts. Holster. Ein normales Holster kostet 60. Dafür kaufe ich gleich zwei. So, Belt. Ein normaler Belt oder ein Tactical Belt? Ich glaube, die tun sich nicht sehr viel. Ich den auch. So, habe ich mich schon mal Platz, um meine Knarre irgendwo zu lassen. Der Gürtel ist schon dran. Da muss jetzt nur noch das Holster dran. Es ist doch schon. Da kommt dann die Knarre rein. So. Wenn wir schon dabei sind, könnte ich eigentlich auch eine Sheath kaufen. Ist das jetzt Klamotte oder ist das... keine Ahnung, rausfinden. Gab es hier nicht früher ein Suchfeld? Doch, da. Diesel Knife Schief. Wie sieht denn das aus? Sieht ganz normal aus. Nehm mal die normale. Die ist nicht besser und nicht schlechter. Bye. Also, eine Messerscheide. Ist die automatisch im Gürtel? Nein. Aber jetzt ist sie am Gürtel. Und da kann jetzt mein Jagdmesser rein. Da kommt noch irgendwas, kann da noch dran. Und ich brauche eine ganz normale Feldflasche. Die fiel früher unter Fressalien. Meat, Blood, Drinks. Drinks, 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 Canteen. Ouch, 500. Yeah. Aber eine Plastikbottle kann ich da nicht dranhängen. Na komm, die 500 habe ich. Aua. Das tat jetzt schon weh. Aua. Es schmerzt, aber es muss sein. So, das war das. Pouches. Die könnten dahin. Auch die kriege ich beim Klamottenhändler. Wer bist du eigentlich? Das ist Wallaby. Aha. Kein Wallaby, sondern ein Wallaby. Pouches. Tech Pouches. Mossy. Oh, wow, da gibt es aber Farben. Holla, die Waldfee. Die kosten alle dasselbe hier. Lila Rainbows für schwer Besoffene. Das gefällt mir eigentlich am besten, die normalen. Na komm, wenn es schon schräge Farben gibt. Was haben wir hier?
Ach so, die MVS-Sachen, ne, die kennen wir ja schon. Nein, wir wollen was Neues haben. Weil neu ist schick. Und 100 ist auch ein Preis, mit dem ich leben kann. So. 48 gehen da rein, wie geil. So, das war das jetzt alles. Wieso hat... Ach so, weil ich es ja verschuldet habe. Ich wollte gerade sagen, warum er die Klempen hier nicht kaufen wollte. Der Dealer, der Schlimme. Da kann ein Funkgerät dran. Wie sieht's denn aus mit dem Rucksack, der richtig was kann? Ich fürchte, die kosten richtig Geld. Obwohl der Tactical Belt, der war ja durchaus bezahlbar. Dann lass uns doch mal gucken, ob der Klamottenhändler nicht vielleicht auch irgendwie eine Smash West oder sowas für mich hat. Smash West, obwohl, hä, die Trickreiche, ich habe mir gerade Gürtel gekauft. Diesel Wests, Attack West. Die Smash West, die konnte man nämlich unter der anderen Weste anziehen. Gibt keine Smash West mehr. Kann natürlich sein, dass sie jetzt einfach nur anders heißt, aber egal, komm, lass gut sein. Guck mal, für 200. West- und West-Pouches. Ja, nicht schlecht. Noch einer. Gucken, wer das ist. Billy. Haha, nach einem Kondom benannt, der Gute. So. Also, ich habe eine Weste, ich habe Pouches. Ja, ich weiß, ich bin's nur. Rucksack, genau, Rucksack. Bei Rucksack wollte ich gucken. Genau, ihr guckt von da, ich guck von hier. Stell mich einfach daneben und warte, dass die Leute mir was abkaufen. Haha. So, rückwärts. Modular West System. Boah, was für Preise. Oh! Country Flags. Identifier Patch, Beard, Face Mag, Respirator, Combat Shirt. Okay, Warrior Helmet, Gorka Pants. Da sind die richtigen Rucksäcke hier. Ach, das ist ein Helm. Cut Helmet Combat. Was ist der Rucksack? Sling Pack. Was ist denn ein Sling Pack? Aha. Oder würden wir das nennen, ne? MVS Rucksack. Für 100 gibt's den. Olive Drab, Tan, Black, Snow, Earl, Multicam, Tropic, Multicam Black. Tan am schönsten. Finde ich das am schönsten? Ey, für 100 Ocken? Aber sofort. Jetzt gucke ich aber sicherheitshalber nach, ob es nicht noch andere gibt. Military Gear. Junge, 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 Junge. Und das alles so spottbillig. Mountainbike. Ah, gut, das sind die 80 Einheiten, hat der andere wahrscheinlich auch. Salt Pack Plate Carrier High Capacity West. Wie high ist denn die Capacity? High Capacity West. Da wird man viel kaufen müssen, bis man raus hat, was das alles ist. Capacity West, bla bla bla. Ist das alles verschiedene Tarnmuster oder was? Wie geil. Tatsächlich in Tiger Stripe? Wenn die alle genug Dingenskirchen haben, also genug
Packs haben, Fächer haben, was auch immer haben. Dann kann man sich auch richtig schön farblich anpassen, wie man will. Also da ist, glaube ich, M4S ganz weit vorne, ne? MVS Canteen Magazine Pouch. Warte mal. Die MVS Canteen kostet 100 und ich habe gerade 500 für eine normale bezahlt. Muss man sich vielleicht mal merken. Admin Pouch ist 100. Utility Pouch, Medical Pouch, Combat Belt, Holster Sheath. Olle Combat Pack, Raider Pack, Rucksack. So, was hatte ich da für eine Farbe ausgesucht? Alles Mögliche, ne? Was sieht denn am schicksten aus? So hell mit Tarn, glaube ich, ne? Oder das Schneetarn ist eigentlich sowieso immer das Coolste. Ach komm. Machen wir Multicam. Bye. Bye bye baby baby goodbye. Sollte ich vielleicht noch so einen Nationalitätenpatch dazu kaufen? Ja, weil mir später ein Kopf drum. Jetzt wird hier erstmal zurecht sortiert. Also den schmeißen wir weg. Den tun wir drauf. Da wird hier überall Fett reingestopft. Und dann verkaufe ich. Ach, da ist der Kompass nochmal. Ah, der wird anstelle einer Lampe wird der anscheinend angebracht. Ja, tatsächlich, ich habe ihn vor der Nase. Das ist klasse. So, Dry Bag Backpack. Kann ich wohl auch da verhökern, ne? Tatsächlich. Bringt 8. So. Ich glaube, das reicht mir auch für heute Abend. Ich kann mich morgen noch so richtig schön ausstaffieren. Ich gucke jetzt mal, was habe ich für eine Flinte? Was kriege ich denn für die Flinte? Das ist, glaube ich, die 545 mal 39. Was würde ich denn dafür kriegen? Schauen wir mal. Würde ich dafür kriegen. Was kriege ich wiederum für 600? Eine gute 9 Para vielleicht? Lightarms. Für 600, ja. M-Lock 91 kriege ich dafür. Und zwar lang und schlapp. Dann bräuchte ich noch ein paar Magazine, dann könnte ich die ganzen 9 Para-Patronen auch benutzen. Aber andererseits, scheiß drauf. Komm, mache ich mir morgen einen Gedanken, Tom. Alles zu seiner Zeit. Genau, jetzt machen wir erstmal Feierabend. Danke fürs ewig lange reingucken. Ich sehe schon sehr cool aus inzwischen. Ja, doch, das hat was. Sehr forsch. Mit einem lauten Jiha. Vielleicht finde ich irgendwo noch eine coole Brille. Und dann sehen wir weiter. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal.